Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Blog, wie ihr hinter mir seht. Wird es gelb? Sind die ersten Steine gekommen? Jetzt müssen wir allerdings auf das Gerüst warten. Das heißt hier die Ytongsteine. Ich gehe gleich einmal kurz hoch. Aber wie gesagt, es ist zu hoch, deswegen warten wir aufs Gerüst. So, angemauert haben wir hier. Das heißt die untersten Bahnen. Unterste Bahn ist schon feste gelegt. Hier sieht man schon sehr schön, wo dann eines der beiden Fenster im Schlafzimmer hinkommt. Hier die Zwischenwand und dann hier das zweite Fenster. Ja, die Dachrinne musste ich etwas umlegen, damit nicht alles komplett bei dem Platzregen in den letzten Tagen hier auf der Decke landet. Und so wird gut entwässert. Die Steine sind sehr breit, wie man sieht. Das sind 36er Breite. Für eine Außenwand benutzt und für eine kleine Innenwand. Und 120er. Und dann kommt hier eine Treppe nach unten auf die Terrasse, wenn sie denn mal wieder ist. Das ist hier ganz wichtig wegen der Kältebrücke. Von dem angegossenen Plateau würde sonst die Kälte in die Bodenplatte hier übertragen werden. Hier seht ihr auf 10 cm oder 12 cm dick die Bodenplatte erstmal an sich isoliert, damit es halt nicht die Kälte nach innen bringt und dann zu Kondensation oder sonstigen Sachen kommt. Und natürlich Energieverschwendung wäre das natürlich ohnehin, wenn ich es dann wieder drinnen warm machen muss bei Heizung. Die Enden oder Anfänge des Schöpfkorbs sind aus Edelstahl, damit auch nicht Rost oder ähnliches mit in den Beton oder nach außen getragen werden kann an den Putz.